Im Wiener Top-Kino hat ein junger Regisseur, der eigentlich als Sänger auftritt, aber gerne als Schauspieler arbeitet, nebenbei Cutter ist und auch selbst komponiert, seinen neuesten Kurzfilm vorgestellt. Für die Hauptrolle engagiert der Kabarettist Reinhard Nowak, der sich in seiner Rolle als Mafia-Boss wiedergefunden hat. Ja, wir haben schon überlegt zuerst und dann ist mir gekommen, hey, ach, man kennt ja Reinhard Nowak eigentlich nicht als Mafia-Boss. Ja? Und mit bisschen Fantasie war das dann großartig und der hat das dann mega gut gemacht. Ja? Also ich war sehr überrascht. Es ist schon so lange her, wo wir den Draht haben. Ich glaube, es ist 2 Jahre her. Ich bin so gespannt. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Film auch nie so ganz gesehen, nur so Ausschnitte beim Nachsynchronisieren. Und ich hoffe, dass der überhaupt gut ist, weil es könnte ja sein, dass er... Also das hoffe ich natürlich nicht, den glaube ich auch nicht. Francesca, lasse deine Feinde niemals merken, was du denkst. Sind Profis dir lieber beim Film? Sowohl als auch. Also wenn jemand noch nicht so viel Erfahrung hat und es trotzdem irgendwie gut umbringt und gut mit den Schauspielern arbeitet und die technischen Sachen erledigt werden von Kamera und von Ton, arbeite ich auch gerne mit Laien zusammen. Aber natürlich ist es angenehmer, mit einem großen Team zu arbeiten, wo jeder genau weiß, was er tut. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man einen eigenen Elan entwickelt und einfach was macht. Ja? So, weil man irgendwie dauernd wartet, dass man irgendwie einen Job kriegt oder so, muss einfach selber rausgehen und einfach tun und die Leute mobilisieren und dabei lernen. Und ich glaube, das ist das Große einfach. Und ich glaube, da ist Wien gerade voll irgendwie am Brodeln, ja, sag ich mal so. Und das ist super.